Hallo und herzlich willkommen, meinen wunderschönen und guten Morgen wünsche ich dir. Wir schauen heute mal wieder rein, was auf der Seite deines Herzensmenschen so los sein könnte. Wie immer, es ist ein allgemeines Orakel, das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich aber auch nicht. So, und wir gucken mal, was ich hier so zeigen möchte. So, heute haben wir eine Energie, wo es eigentlich darum geht, zur Ruhe zu kommen. Also falls du es nicht weißt, ich habe auch noch einen anderen Kanal, einen Hauptkanal sozusagen. Und dort gibt es immer eine Tagesenergiebotschaft. Und heute geht es vor allen Dingen darum, zu lernen, mit der Situation ins Reine zu kommen. Die Tagesenergiezahl ist die 626. Und wir haben wieder die 9 Schwerter an derselben Stelle wie gestern. Wir gucken mal. Ich lege 5 Tarotkarten aus und dann schauen wir mal, was ich hier so zeigen möchte. Den Link zur anderen YouTube-Seite findest du unterhalb des Videos auch verlinkt, wenn du dazukommen möchtest. So, schauen wir mal. Mitte der Legung 2 Schwerter, 4 Münzen als letztes und das Gericht. Ach, wie herrlich. Also, es wird hier heute von oben geführt, dass dein Herzensmensch in die Stabilität kommen soll. Es werden hier heute Angebote gemacht, energetische Angebote, um den eigenen Selbstwert zu erkennen. Mit den 7 der Münzen geht es immer darum, dass man in eine Situation oder eine Thematik oder eine Beziehung bereits viel investiert hat. Und man ist da aber nicht so ganz sich im Klaren darüber, dass es da bereits so viele gute Früchte gibt, die bald reif sind zur Ernte, sondern man ist da einfach gestresst vom Prozess. Ja, dein Herzensmensch ist gestresst von diesem energetischen Prozess auf der Herzensebene. Er neigt dazu, Dinge aus der Vergangenheit zu rationalisieren, um sie nicht fühlen zu müssen. Du hast es hier mit jemandem zu tun, der absichtlich die Augen verschließt vor gewissen Dingen, vor seiner eigenen Unzulänglichkeit, vielleicht aber auch vor Problemen, die zwischen euch stehen oder Themen, die mal angesprochen werden müssten. Hier drückt sich jemand auf jeden Fall vor einem klärenden Gespräch oder vor einer Interaktion, die er nicht unter Kontrolle hat. Hier ist jemand sehr darauf bedacht, nicht nochmal verletzt zu werden, zeigt das aber vielleicht nicht nach außen, sondern tut so, als wäre einfach nichts oder als wäre alles super. Aber innerlich ist dieser Mensch erschöpft, müde und von seinem eigenen rotierenden Gedanken komplett ausgenockt. Hier hat jemand einfach die Heilungszeit nicht genutzt, sondern hier hat jemand versucht, sich abzulenken durch alles Mögliche. Arbeit, exzessives Fokussieren auf ein anderes Thema, feiern gehen, wie auch immer. Irgendjemand ist da vielleicht in Gedanken, oder es ist nicht so, dass jemand in den Gedanken deines Gegenübers ist, sondern es ist so wie eine Obsession, als ob er sich an irgendeinem kleinen Detail festgebissen hat und dieses Detail hält ihn in Schach. Ja, es ist, irgendetwas wurmt ihn hier und das muss nichts Reales sein. Das kann auch etwas sein, was er sich lediglich zusammengereimt hat, irgendwie ausgedacht hat oder was halt durch Hörensagen auf ihn zugekommen ist. Also gestern hatten wir auch schon so merkwürdige Drittenergien. Es kann sein, dass da jemand ist, der bewusst eure Beziehung sabotiert. Jemand spricht schlecht über dich oder verbreitet Gerüchte oder versucht halt deinen Herzensmenschen in irgendeiner Form zu manipulieren, sodass er nicht in der Lage ist, vernünftig nachzudenken. Es sind einfach zu viele Widersprüche, zu viele falsche Informationen. Und es geht darum, dass da jetzt wieder Gerechtigkeit reingebracht wird. Eventuell, für den einen oder anderen, könnte es sein, dass der Herzensmensch hier tatsächlich davon ablässt, dass er sich befreit von diesem Fremdeinfluss oder von diesem unwahren Gedanken und dann da auch Stabilität drin findet. Es kann aber auch sein, dass jemand sich immer und immer wieder schlecht behandelt fühlt und darauf wartet, dass in die Situation Gerechtigkeit kommt. Es geht ein bisschen in Form von Gehässigkeit schon. Hier wünscht sich jemand, dass, es ist schwer zu formulieren, ohne gemein zu sein, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als ob dein Wunschpartner oder dein Herzensmensch darauf wartet, dass es dir nicht gut geht, damit du in eine niedrigere Position kommst,
und bei ihm angeschissen kommst, um es mal so zu sagen. Es kann durchaus sein, dass dein Herzensmensch zu feige ist, zu erkennen, dass er selber auch ein bisschen mehr Arbeit in die Beziehung hätte investieren können oder dass er zu viel auf diese Fremdeinflüsse gehört hat. Und jetzt wünscht er sich aber, dass du geläutert zu ihm zurückkommst, obwohl du gar nichts getan hast, aber irgendetwas erzählt er sich hier oder hat sich erzählen lassen, das nicht der Wahrheit entspricht. Hier hat sich jemand blenden lassen und daraufhin die ganze Sache total aufgebauscht. Das ist wie so ein Gerücht, das sich irgendwann verselbstständigt hat. So, jetzt gucken wir mal. Ich kläre nochmal die Judgment-Karte hier mit den anderen Tarot-Karten. Ich würde ganz gerne nochmal wissen, was es damit auf sich hat heute. Also eine Klärungskarte, maximal zwei, was es hier mit dem Gericht auf sich haben kann. Ich sage dazu nichts. Auf das Gericht haben wir das Gericht. Es geht um Akzeptanz, Erwachen und Abwägungen. Okay, nehmen wir noch eine zweite. Das finde ich jetzt nicht sehr geklärt, liebes Universum. So. Na? Na, der Stern. So. Ja, beim Stern geht es um unendlich gute Energien, um die Hoffnung darauf, dass ein Wunder geschieht, auf das Vertrauen darauf, dass man sich der lichtvollen Seite zuwenden kann, dass ein Leitstern kommt, ein leuchtendes Licht am Himmel, etwas, das einfach die Situation verbessert. Wie ich eben schon sagte, hier hofft wahrscheinlich jemand, dass du etwas unstabiler wirst, damit er wieder so tun kann, als ob er super stabil wäre, alles im Griff hätte und jetzt wieder der Held in der Geschichte ist. Auf der Unterseite des Decks haben wir noch das Rad des Schicksals. Ja, jemand wünscht sich hier, dein Herzensmensch wünscht sich, dass ihm von außen diese Entscheidung abgenommen wird, in seine eigene Stärke zu kommen. Und das ist natürlich ziemlich schwach. Das ist ziemlich lächerlich, sich so Gedanken zu machen, dass man denkt, okay, der andere muss jetzt erstmal eine schlechte Zeit haben, damit er wieder zu mir zurückkommt. Ich weiß nicht. Na gut, belassen wir es heute dabei. Wenn dir die Legung gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder Kommentar. Und vielleicht sehen wir uns morgen wieder.